So, Taufe erfolgt. So, dann tun wir hier ein bisschen Hohlraumversiegelung. Alle Hohlräume, die es gibt, versprühen. Schön schwenken, dann sind alle Stellen benutzt. So, dieses Mal setze ich richtige Bronzebuchsen für den Fußbremshebel rein. Dann hält es 100 Jahre. Press mal hier einfach an der Schraubzwinge rein. Da geht noch ein bisschen. So, jetzt sitzt es. So, jetzt setzen wir mal ein Schwingenlager ein. Geländestange. Zu pressen.
Man muss ein bisschen weiter rein, weil da kommt noch ein Wellendicht drin rein. Gucken, ob das so reicht. Na, reicht nicht ganz. Machen wir noch ein bisschen. Ja, jetzt ist das gut. Schutz vom Lager, machen wir kurz Papphülse rein. So. Kann man da ansetzen. Hinten machen wir es auch so. An die Schwingenlagerung kommt hier noch ein Abschmiernippel ran. Dann kann man das schön mit Fett abdrücken. So. Schwinge montieren. So, bei den Stoßdämpfern, die ich gekauft habe, da sind 12er Buchsen drin, brauche aber 10er. Jetzt pressen wir die aus. Geht ganz easy. Zumindest wenn man einen Schraubstock hat. Und ein paar alte Nüsse. Zack. Gummi noch raus. Popeln. Das kann man mit dem Werkzeug machen.
bisschen schmieren. So. Genauso. Passt. Ja, das Schöne bei dieser Schwingenlagerung ist das, dass man das einfach mit einer Fettpresse abschmieren kann. So. Drückt man mal da so lang, bis es irgendwo rauskommt. So, jetzt kommt hier schon mal das Öl raus. Was ich reingemacht habe. Das heißt, jetzt ist es voll. Und mit dem edelsten Ölläpple wischen wir es ab. So. Setzen wir die mal an ein bisschen. Zum Einschlagen habe ich hier so ein kleines Teilchen da, wo da kugelig ausgeschliffen ist. Jetzt zum Ansetzen ist es ganz hilfreich, wenn man da den Niet mit ein bisschen Klebeband ansetzt, weil man bräuchte drei Hände. So, Taufe erfolgt.